und Schriftgelehrten und die Ältesten im Volk in dem Palast des hohen Priesters, der da ist, Kaiphas, und hielten Rat, wie sie Jesu mit Listen griffen und töten. Sie sprachen aber: Ja, nicht, auch es ist, damit ist ein Haus. Ja, nicht, auch es ist, damit ist ein Haus. Aussätzigen trat zu ihm ein Weib, die hatte ein Glas mit köstlichem Wasser und goss es auf sein Haupt, da er zu Tische saß. Da das seine Jünger sahen, wurden sie unwillig und sprachen: Wozu geht dieser Unkrieger? Wozu geht dieser Unrat? Dieses Wasser hätte noch teuer verkauft und den Armen gegeben. Dass Jesus merkte, sprach er zu ihnen: Was bekümmert ihn das Fleisch? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Ihr habt alle Zeit Arme bei euch. Ich dass man mich begraben wird. Wahrlich, ich sage euch, wo dies Evangelium gepredigt wird, in der ganzen Welt, da wird man auch sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie sprach: Gehet hin
Stadt zu einem und sprecht zu ihm: Der Meister lässt dir sagen, meine Zeit ist hier, ich will bei dir die Ostern halten. Bis an den Tag, da ich's neu tue.
Aber das Fleisch ist schwach.
will ich, dass dieser Kelch von mir gehe. Ich trinke ihn, denn so geschehe dein Bin ich doch der
ergriffen. Aber das ist alles geschehen, das erfüllet würde die Schrift der Propheten. Da verließen ihn alle Jünger und flohen. Die aber Jesum gegriffen hatten, führeten ihn zu dem hohen Priester Kaiphas, dahin die Schriftgelehrten und Ältesten sich versammelt hatten. Petrus aber folget ihm nach von Ferne bis in den Palast des hohen Priesters und ging hinein und satzte sich bei die Knechte, auf dass er sähe, wo es hinaus wollte. Die hohen Priester aber und Ältesten und der ganze Rat suchten falsche Zeugnis wider Jesu, auf dass sie ihn töteten und fanden noch keines. Zuletzt traten hinzu 10 falsche Zeugen und sprachen: Ihr habt's gesagt, ich hat den Tempel Gottes abbrechen und in 3 Tagen denselben bauen. Und der hohe Priester stund auf und sprach zu ihm: Antwortest du nicht zu dem, dass diese wider dich zeugen? Aber Jesus schwieg stille, und der hohe Priester antwortet und sprach zu ihm: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagest, ob du seist Christus, der Sohn Gottes. Jesus sprach: Du sagst, doch sag ich euch, von nun an wird's geschehen, dass ihr sie Gott gelästert, was dürfen wir weiter Zeugnis? Siehe, jetzt habt ihr seine Gotteslästerung gehört. Was dünket euch? Sie antworten und sprachen: Ist es schuldig? Ist es schuldig?
mit Fäusten, etliche aber schlugen ihn ins Angesicht und sprachen: Weissage uns Christ, Weissage uns Christ, sag, wer ist des Menschen.
Menschen nicht. Und alsbald dreht der Hahn. Da dachte Petrus an das Wort Jesu, da er zu ihm sagte, wie der Hahn krähen wird, wirst du mich dreimal verleugnen, und ging hinaus und weinet bitterlich. Ach, wo soll ich mich hinwenden, meine Not zu übersehen? Wird Gott keine Gnade finden? Ach, so ist's mit mir geschehen. Mein bös Gewissen plaget mich, dass ich geflucht so freventlich und dreimal meinen Gott verleugnet. Das Herz hofft mir, o Jesu, ach, ich liebe ihn und bitte tränend dich um Gnade. Was geht uns das an? Was geht uns das an?
Lehrlinge in den Tempel, hob sich davon, ging hin und erhängt sich selbst. Aber die hohen Priester nahmen die Silberlinge und sprachen, es taugt nichts, dass wir von
sie um Barabbas bitten sollten und Jesum umbrächten. Da antwortet nun der Landpfleger und sprach zu ihnen: Welchen wollt ihr unter diesen Zweien, den ich euch soll losgeben? Sie sprachen: Balaam, 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 Balaam. Was soll ich denn machen mit Jesum, von dem gesagt wird, er sei Christus? Sie sprachen alle: Lasst ihn kreuzigen, lasst ihn kreuzigen, lasst ihn kreuzigen. Der Landpfleger sagte: Was hat ihr denn übels getan? Sie schrien aber noch mehr und sprachen: Lasst ihn kreuzigen, lasst ihn kreuzigen, lasst ihn kreuzigen. Da aber Pilatus sah, dass er nichts schaffet, sondern dass ein viel größer Getümmel war, nahm er Wasser und wusch die Hände vor dem Volk und sprach: Ich bin unschuldig an dem Blute dieses Gerechten. Seht ihr zu. Da antwortet das ganze Volk und sprach: Sein Blut komme immer und sein Blut komme immer uns Jesum ließ er geißeln und überantwortet ihm, dass er gekreuziget würde. Da nahmen die Kriegsknechte des Landpflegers Jesum zu sich in das Richthaus und sammelten über ihn die ganze Schar und zogen ihn aus und legten ihm einen Purpurmantel an und flochten eine Dornenkrone und setzten sie auf sein Haupt und ein Rohr in seine rechte Hand und beugeten die Knie vor ihm und spotteten ihn und sprachen: Gegrüßet seist du, Jünger des Herrn. Gegrüßet seist du, Jünger des Herrn. Nahmen das Rohr und schlugen damit sein Haupt und da sie ihn ver-
verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider an und führten ihn hin, dass sie ihn Vorübergingen,
lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen, der du den Tempel Gottes abbrichst, gleichen auch die hohen Priester spotteten sein, samt den Schriftgelehrten und Ältesten, und sprachen: Andern hat er geholfen und kann ihm selber nicht helfen. Ist erschraken sie sehr und sprachen.
gerne zu sein, die da Jesu waren nachgefolget aus Galiläa und hatten ihm gedient, unter welchen war Maria Magdalena und Maria, die Mutter Jakobi und Joses und die Mutter der Kinder Zebedei. Am Abend aber kam ein reicher Mann von Arimathea, der hieß Josef, welcher auch ein Jünger Jesu war. Der ging zu Pilato und bat ihn um den Leib Jesu. Da befahl Pilatus, man sollt ihm ihn geben. Und Josef nahm den Leib und wickelt ihn in ein Reinleinwand und leget ihn in sein eigen Neugrab, welches er hatte lassen in einen Felshaufen, und wälzet einen großen Stein vor die Tür des Grabes und ging davon. Es war aber Alda Maria Magdalena und die andere Maria, die setzten sich gegen das Grab. Des andern Tages, der da folget nach dem Rüsttage, kamen die hohen Priester und Pharisäer sämtlich zu Pilato und sprachen: Herr, wir haben gedacht, dass dieser Verführer sprach, da ihr noch lebet. Ich will nach drei Tagen Habe Dank, o Gott.
Deux.